Juan Carlos, Freund verrät, wie es Ex-König im Exil wirklich geht. Im August 2020 verkündete Juan Carlos von Spanien, 85, in einem offiziellen Statement an seinen Sohn König Felipe, 55, dass er ins Ausland ziehen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte der emeritierte König den Zarzuela-Palast in Madrid bereits verlassen. Der Grund? Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, Schmiergelder in Millionenhöhe angenommen zu haben. Der oberste Gerichtshof ermittelte. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Doch Juan Carlos verweilt nach wie vor im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unternehmer José Pepe Fanyol, 79, der seit seiner Kindheit mit Juan Carlos befreundet ist, offenbart nun, wie es dem Altkönig in seiner neuen Heimat geht. In der Vergangenheit haben José und Juan Carlos viel Zeit miteinander verbracht. Gingen jagen oder machten Urlaub zusammen. Auch heute würden sich die Freunde jeden Tag austauschen, sagt Fanyol gegenüber der spanischen Zeitung Vanitatis. Obwohl der 85-Jährige zusehends mit Mobilitätsproblemen zu kämpfen habe, kann sein Vertrauter beruhigen, gesundheitlich geht es ihm sehr gut. Anführungszeichen. Zudem sei der Ex-König schon immer ein sehr optimistischer Mensch gewesen. Die Trennung von seiner Heimat, der er sein ganzes Leben gewidmet hat, sei ihm jedoch nicht leicht gefallen. Er vermisst auch seine Freunde, seine Familie, sein Herz ist in Spanien, betont der Unternehmer. Daher sei er sicher, dass Juan Carlos eines Tages nach Spanien zurückkehren werde. Zum einen werde die Sehnsucht des emeritierten Königs dafür sorgen. Zum anderen sei er in seiner Heimat noch immer beliebt trotz des Finanzskandals. Ich habe noch nie gesehen, dass der König etwas für sich selbst verlangt hat. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, Rimaru, Spike, Buia, si șoapă, grasul nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să crezi. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul.